Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, falls ihr euch wundert. Ich bin übrigens nicht Jassicraft. Sie hat mich gebeten, dass ich ganz kurz da das Video mache, denn das Event, was wir hier machen, das ist halt schon voll im Gang. Und ja, sie erklärt gerade den Leuten ein bisschen was. Und ich werde inzwischen ein Video aufnehmen, wo ich ganz grob erkläre, um was es eigentlich in unserem Event geht, was die derzeitigen Regeln sind, wie ihr mitmachen könnt und was halt bereits gemacht wurde. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Also, wir haben hier ein Mittelalter-Survival-Roleplay-Event. Es ist etwas schwieriger als Vanilla, es gibt auch gewisse Regeln. Es ist recht speziell, also den Leuten, denen es gefällt, denen macht es in der Regel richtig Spaß. Und Leuten, für die es überhaupt nichts ist, ja, denen halt weniger. Das gilt alles und überall gilt halt das demokratische Prinzip. Das heißt, wenn die Mehrheit irgendwie gern was hätte oder eine eindeutige Mehrheit gern was hätte, dann wird die Regel entsprechend angepasst. Wir sind aber alle dafür, dass es etwas erschwert bleibt, denn dadurch ist es eine Herausforderung. Das heißt, wir bauen hier 100 Tage, von denen sind noch 96 Tage übrig. Also, wir sind jetzt hier am fünften Tag. Und am Ende des Events werden die ganzen Grundstücke von unserem regulären Server übernommen. Und da kann einer dann die Stadt kaufen oder sich die Grundstücke ankaufen oder man nimmt sein Grundstück dann mit, beziehungsweise seine Gebäude mit auf sein eigenes Grundstück. Das wird dann irgendwie dann gleich ein fließender Übergang sein. Die Grundstücke werden jedenfalls nicht gelöscht, sondern ihr könnt dann auch weiterhin drauf spielen, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr nur wegen dem Event dabei seid, ist auch okay. Es wird regelmäßig Videos davon geben, die das hier auch hochlädt. Eigentlich wollten wir täglich Videos hochladen. Allerdings ist das nicht möglich gewesen, weil wir massive Probleme hatten mit dem gigantischen Projekt, was auf meinem Kanal online ging. Da gab es Probleme mit dem Hochladen und deshalb hat das die ganze Zeit gefressen. Also, ja, sie baut hier eh gerade ab. Und ja, deshalb werden wir diesen letzten Tag, wenn wir zusammenfassen in ein Video oder generell, wenn es jetzt nicht ausgeht, dann werden wir nicht jeden Tag ein Video hochladen, sondern ein Video, wo wir den Rückblick von 3 Tagen zeigen. Aber alles, was passiert und was an Entscheidungen getroffen wird, werden wir im Zusammenschnitt hochladen als Serie. Das heißt, wenn ihr irgendwie nicht online sein könnt, dann könnt ihr euch da irgendwie kurz einlesen und wisst irgendwie, was passiert ist und was nicht. Oder was jetzt halt nicht mehr geht. So. Es gibt 3 Zünfte vorerst, es kommt noch eine vierte hinzu. Eine Zunft ist eine Art Clan, wo sich Leute, die was Gleiches zusammen, also bei uns, wo Leute, die was Gleiches produzieren, sich zusammenschließen. Das heißt, die Konkurrenten tun sich zusammen und machen dann quasi eine Preisabsprache, wenn man das so möchte, und helfen sich halt auch gegenseitig. Das heißt, es wird nicht sinnlos unterboten, sondern es gibt halt ein Clan, der halt gewisse Monopole hat, die auch nur diese Zunft, Schrägstrich Clan, produzieren darf. Das heißt, hier bei Yassi, die ist zum Beispiel Gärtner und die produziert Bambus oder auch Bäume und hier werden Pilze gefarmt und kann dann eben das Holz auch verkaufen an die anderen Zünfte. Und eben weil es diese Monopole gibt, ist auch jeder angewiesen auf die andere Zunft. Das heißt, die können jetzt nicht massiv den Preis drücken, denn ja, es ist jeder auf jeden angewiesen. So, das hier sind auch alles Gärtnerplatz, wie man hier sehen kann. Das da hinten auch noch. Das ist auch schon ein bisschen hübscher gebaut. Man kann sich hier beliebig viele Grundstücke kaufen dazu, dass man eben auch farmen kann. Also der Gärtner hier wird eher wenig Ertrag haben. Ah, da ist er schon der Besitzer. Ja, hallo. Und ja, die können sich wie gesagt noch was dazu kaufen, auch nicht. Muss nicht unbedingt angrenzen, kann auch ein bisschen entfernter sein. Es gibt auch von der Zunft, beziehungsweise vom Clan, gibt es auch eigene Grundstücke, wo mehrere Leute darauf Zugriff haben. Das sind zum Beispiel die beiden hier. Das gehört jetzt nicht mehr zu Yassis Zunft, sondern das ist eine eigene Zunft. Aber hier gibt es zum Beispiel eigene Grundstücke, wo dann mehrere Leute drauf Zugriff haben. Also, das ist bei meiner Zunft zum Beispiel, das ist die Gerberzunft. Und hier werden wir einfach mehrere Leute darauf trusten. Wir werden hier ein Häuschen bauen, das sogenannte Zunfthaus. Dann werden wir eine Zunftkasse machen, also eine Truhe, wo wir dann die ganzen Wertgegenstände reinmachen, die wir halt so erfarmt haben. Und wo wir halt auch Sachen lagern für Anfänger.
Hier wird dann noch eine Brücke drüber gebaut werden, wenn wir das nötige Geld dafür haben. Wir haben zum Beispiel als Gerber haben wir ein Monopol auf sämtliche Tierarten, wie Schweine, auch Pferde, Schafe. Die Kühe haben wir gestern alle umgebracht und übergesiedelt. Und wir haben auch irgendwie die Möglichkeit, Kaktus als Farm zu bauen. Das bringt recht wenig Ertrag, denn der Tick-Speed ist bei uns auf 1. Aber es bringt zumindest ein bisschen was, also hier eine halbe Stack Knochenmehl drin. Ich will das gleich direkt kompostieren. Hier haben wir noch Weizen, aber das Weizen ist jetzt nicht nur Monopol der Gerber, sondern jeder kann Weizen anbauen. Und jeder kann auch Birken anbauen. Das sind so Sachen, die alle machen können. Es ist nicht alles gewissen Zünften zugesprochen. Das wäre ein bisschen zu hardcore. Aber hat gewisse Sachen. Hier zum Beispiel Kristalle, das sind die Baumeister bzw. die Bergmänner. Die haben hier eine Kristallzucht, sieht man hier. Man kann die Blöcke auch nicht umsetzen. Das hier ist deren Gemeinschaftsgrundstück, wo alle darauf Zugriff haben. Wenn da jemand Lust hat, kann er hier die Lava rausnehmen. Wenn jemand Lust hat, kann er die Kristalle abfarmen. Das ist der Zunft überlassen, wie die das irgendwie handeln. Und man kann auch als Zunft irgendwie Gemeinschaftsprojekte machen. Das heißt, man kann sich einen riesigen Berg kaufen und den dann abbauen. Es gibt nämlich keine Farmwelt. Es gibt die Rohstoffe, alle die man braucht, sind hier verteilt auf der Map. Das ist ein bisschen abenteuerlich, die zu farmen. Wenn man diesen Weg hier folgt, kommt man auch zur Gemeinschaftsmine hin. Ich zeige euch die mal eben. Und während wir rüberfliegen, erzähle ich euch noch was. Hier sind ein paar Häuser gebraucht. Es sind auch etliche Häuser hier dabei, die nicht gebaut wurden, sondern eben die Starterhäuser sind. Das sind die Start-Items, sind direkt im Haus drin. Und mit den Start-Items kannst du die ersten Schritte machen. Also je nachdem, was für eine Zunft du gerne hättest, kriegst du auch entsprechende Starter-Items. Zum Beispiel der Gerber, die bekommen direkt die Spawn-Eier für die ganzen Tiere, logischerweise. Die Baumeister bekommen direkt Entschuldigt bitte. Die Baumeister bekommen direkt ein paar Picken und Gärtner bekommen halt von jedem Setzling ein bisschen was. Hier sieht man da die Gemeinschaftsmine. Das ist hier so ein großes Grundstück. Das wird vielleicht noch ausgedehnt. Hier haben die Leute Quarz gefunden. Und hier ist so ein Gemisch aus Kupfer, Eisenblöcken, Kupferblöcken, Erde und Sand. Das heißt, wir haben den roten Sand auch gleich dabei. Ist ja ein wunderschönes Baumaterial. Ich fliege mal ganz kurz ein bisschen runter. Also, hier buddeln sich die Leute so durch. Das ist jetzt nicht ganz so schlau, weil hier sind Baumaterialien auch dabei, man kann die auch verkaufen und das bringt halt auch viel. Und wenn sich jeder durchbuddelt, dann sieht das aus wie ein Schweizer Käse. Und dann weiß man nicht mehr ganz, wo war man schon. Hier haben wir zum Beispiel einen Block übersehen, also hier werden richtig viele Blöcke übersehen. Deshalb ist es schlauer, dass man gleich eine ganze Ecke sich raussucht, so wie hier, und das hier abträgt. Also hier oben war auch zuerst so ein kleiner Berg, der ist ja auch schon abgetragen worden. Und wenn man das mit System macht, bringt es natürlich mehr. Aber wir schreiben den Leuten nicht vor, wie sie was zu machen haben. Wir geben halt nur den Rahmen vor. Und was die Leute dann daraus machen, ist denen überlassen. Also, hier sehen wir zum Beispiel ein paar Grundstücke, die da rausgegraben werden. Und hier ist ein ganz großes Grundstück, das hat sich ein Spieler gekauft. Hier ist der Spieler auch. Da steht hier gerade AFK rum. Ah nein, das sind zwei Spieler, die das hier haben, Entschuldigung. Und hier so sieht die Landschaft hier aus. Also hier gibt es ein paar Höhlen auch noch drin, wo man Sachen entdecken kann, wer weiß. Hier gibt es auch noch ein paar Grundstücke. Das haben wir heute abgestimmt, dass es verboten ist, ab jetzt einzelne Grundstücke zu kaufen zum Farmen. Das wird alles über die Zunft geregelt und dann zahlen alle ein bisschen zusammen und farmen dann ein riesiges Areal ab. Das ist erstens einfacher für alle Beteiligten und macht halt schon mehr Sinn irgendwie, dass man eine große Fläche abträgt, sonst weiß man irgendwie nie ganz, was noch übrig ist. Hier haben wir so einen kleinen Vulkan und wie gesagt, es ist ein riesiges Areal und es gibt sicherlich genug Platz und sicherlich genug Rohstoffe, die alle, wie gesagt, versteckt sind. Aber so wie wir denken, dass es halt ein bisschen spannender ist als normales Vanilla Minecraft. Und jetzt kommen wir zur letzten Zunft. Die Bergmänner. Die haben ein Monopol eben darauf, dass, wie schon gesagt, dass sie als Zunft eben was kaufen können zum Abbauen. Und die haben ebenfalls ein Monopol.
dass sie eben die Kristalle produzieren können, dass sie Lava produzieren können. Insofern liefern die den Brennstoff für die ganze Wirtschaft, wortwörtlich. Und das Baumaterial für diverse Bauprojekte. Ihr habt es ja schon gesehen, hier wird ein Rathaus gebaut. Und da haben wir ziemlich lang dafür gebraucht, weil Öfen brennen viel langsamer und sind auch limitiert. Und das gleiche gilt auch für Trichter, die sind ebenfalls limitiert, Seelensand auch und Kessel auch. Dadurch haben die Items einen Wert. Es gibt die Möglichkeit, zwar Redstone-Mechanismen zu machen, aber sie sind halt viel teurer. Und man muss halt wirklich dahin spielen. Es ist wirklich ein Aufbauprozess. Man hat jetzt vielleicht ein kleines Grundstück, aber man hat, das kann man sich relativ schnell kaufen. Es ist jetzt nicht klein, aber es ist auch nicht riesig für einen Palast oder so. Und viel größer wird es wahrscheinlich auch gar nicht werden. Also das da hinten habe ich noch dazu gekauft, also das gehört auch noch dazu. Das ist halt ein Grundstück. Wer düst hier rum? Das ist mein Zunftmitglied. Oh, hallo? Ah. Ja, toll. Den MLG hat er, glaube ich, verkackt. Viel größer wird es gar nicht werden, nehme ich an. Also wie gesagt, vielleicht noch das da hinten dazu. Und durch das, dass es in der Stadt ist, ist das eigentlich schon sehr, sehr groß. Also hier sieht man da, die Stadtmauer wurde hier eingezeichnet. Es wird wahrscheinlich noch eine Stadtausdehnung geben, wie in Real Life, aber hier ist eine Stadtmauer schon mal so ungefähr vordefiniert. Und alles, was drin ist, wird natürlich der Preis steigen, denn dadurch ist es automatisch limitiert. Und außerhalb, ja, so näher an der Stadt, desto teurer wird's. Aber hat auch gewisse Vorteile. Die Anbindung ist besser und. Im Rathaus hier ist zum Beispiel ein Gemeinschaftsprojekt. Das, ja, okay, hier steht eine Kuh. Die soll eigentlich eingefangen sein von unserer Zunft. Hier ist zum Beispiel ein Verzauberungstisch und Besprechung oder so. Das wird auch alles hier stattfinden. Das wird ein großes Projekt. Da werden wir heute auch weiterbauen. Im Livestream. Ganz kurz dazu, wie das mit der Stadt funktioniert. Es gibt in jeder Zunft gibt's einen Zunftmeister. Der wird von allen Mitgliedern einer Zunft gewählt. Und dieser Zunftmeister vertritt die Zunft im Rat. Das heißt, die treffen Abstimmungen für die ganze Stadt. Die Stadt, in dem Sinn, der gehört alles. Und die verkaufen die Grundstücke, die sie verkaufen, verkaufen sie an die Spieler. Das heißt, die geben von ihrem Besitz was ab, kriegen dafür Gold. Und mit dem Gold, was die Stadt hat, werden diverse Bauprojekte finanziert. Die haben hier eine ganze Menge. Und die Bauprojekte, das geht dann halt wieder an die Spieler. Das heißt, durch das hier das Rathaus gebaut wurde, haben die Spieler ordentlich mitgeschnitten und ordentlich Geld verdient. Und ja, das war eine tolle Sache. Es hat jeden Spaß gemacht und hier ist was entstanden. Das Geld kommt zurück in die Wirtschaft, die Leute kaufen sich Grundstücke und geht halt wieder in die Stadt. Das funktioniert so lange, solange es noch Grundstücke gibt. Denn ab einem gewissen Zeitpunkt werden die Spieler untereinander die Grundstücke verkaufen und dann kriegt die Stadt halt kein Geld mehr. Das heißt, da wird es dann andere Möglichkeiten geben mit Zoll und, wie man dann da dran kommt. Mit einem cooles Projekt. Auf jeden Fall. Also das Projekt wird sich wandeln im Laufe der Zeit und ja, geht 100 Tage und bevor es langweilig wird, ist das Event dann auch schon vorbei. Und dann machen wir ein neues Event oder spielen ein bisschen am Server. Da haben wir nämlich jede Menge PvP-Events, richtig groß angelegte, wo wir jahrelang schon das Ganze aufbauen. Das ist auch ziemlich cool. Aber hier ist nicht gegeneinander, sondern ist wirklich ein Miteinander. Wir wollen hier wirklich keinen Stress haben. Wir wollen endlich mal ein bisschen so relaxen, wenn man so möchte, und gemeinsam was aufbauen. Deshalb funktioniert das auch, dass Konkurrenten zusammenspielen und Konkurrenten gemeinsam einen Stadtrat machen. Wie gesagt, die müssen sich einig sein. Und jeder Zunftmeister setzt sich für seine Zunft am meisten an. Und das kann schon ein bisschen dauern, bis man einen Kompromiss findet. Aber genau das macht das Event irgendwie besonders. So, man hat nicht viel, man muss viele Kompromisse machen und es ist ein Miteinander. Was nicht bedeutet, dass man sich nicht gegenseitig killen darf oder so, ein bisschen nerven darf. Es gibt alle möglichen Gesetze, die man irgendwie machen kann. Es sagt, wie gesagt, Demokratie und auf was die Leute Bock haben. Wenn es nicht so toll ist, dann kann jeder eine Abstimmung machen und dann gehen wir auf die Wünsche drauf ein. Wenn du mitmachen möchtest und das Video bis jetzt geschaut hast, dann sagst du am besten direkt, welche Zunft du haben möchtest. Oder Yassi ist die Beste, das kannst du auch sagen, wenn du hier drauf kommst. Das ist ja quasi ein Codewort, also beides. Und dann kriegst du direkt ein Zunfthaus, also dann kriegst du direkt mehr Starter-Items. Ansonsten kriegst du so ein Standardhaus. Aber wenn du direkt irgendwie sagst, welche Zunft du haben möchtest, wenn du direkt sagst, du möchtest Gerber werden oder so, dann kriegst du gleich dieses Haus hier. Ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das von drinnen aussieht.
sieht gleich so aus, da ist viel, viel mehr drin als im anderen Haus. Seelen sind wie gesagt limitiert, Öfen auch limitiert und Trichter auch. Hier in den Trichtern ist auch noch was drin und die Goldblöcke sind sehr, sehr viel wert. Also das ist wirklich, also wir haben so berechnet, derzeit arbeitet man 2 Stunden für zwei Goldbarren 1 Stunde. Das wird sich wahrscheinlich gleich auf 3 erhöhen, der Wert. Aber grundsätzlich kann man sagen, Goldblock ist wirklich, wirklich viel wert. Und die Goldnuggets sind quasi das Kleingeld dafür. Wir würden uns freuen, wenn du vorbeischaust auf unseren Discord. Der ist in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Server. Wir würden gerne mit euch davor sprechen. Das heißt, ohne Discord funktioniert es nicht. Das ist eine Whitelist drauf. Und wenn wir finden, dass ihr nett seid, dann dürft ihr gerne mitmachen. Solange es halt Plätze gibt, wir haben keinen großen Server, bedeutet, sollten wir wirklich komplett ausgelastet sein, dann müssen wir halt leider sagen, okay, beim nächsten Event dann werden wir uns einen größeren Server anschaffen und dann wird das Ganze funktionieren. Aber für 25 bis 30 Leute soll es kein Problem sein, wie gesagt. Also meldet euch, abonniert Yassis Kanal, schaut mal bei mir vorbei, ich habe ein tolles Projekt hochgeladen. Mein Kanal heißt Harax und ja, der ist auf Englisch, aber kann man sich trotzdem anschauen, die Zeitraffer-Videos. In dem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal und da ist dann wieder Yassi mit dabei.